Zuletzt bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Nicht in jeder Folge kann die Story voranschreiten, dafür konnten wir beim letzten Mal viele Fortschritte in Richtung 100% machen. In den meisten Kartengebieten, die aktuell auf der Overworld für Mario und Luigi erreichbar sind, haben wir alle Bohnen nachgeholt und wir komplettierten die komplette Minispielhalle rund um die Brüderattacken. Hierfür haben wir dann sogar noch einen neuen Orden bekommen, aber heute geht es ins Schloss. Und zwar durch die Wände des Finstersterns. Also ob wir den Finsterstern mit einem blauen Gönnergy besiegt bekommen, das ist die Frage. Aber ich möchte es zumindest versuchen. Und vielleicht sprengen wir seine Mauer nicht mit einem Gönnergy, sondern mit dem Wunderserum, welches wir uns zusammen gebraut haben oder zusammen gesammelt haben. Und wir sind, glaube ich, auch wirklich top ausgestattet, weil wir beim letzten Mal ordentlich auf die 100% gegrindet haben. Beziehungsweise auf die 100%, ja doch eigentlich schon, wir haben einen guten Schritt Richtung 100% gemacht. Ich glaube, so kann man das Ganze nennen. Prost, meine lieben Freunde. Der blaue Gönnergy, sowieso unfassbar lecker. Der Kokosgeschmack darin, 10 von 10. Und bevor wir jetzt hier diese ganzen Mauern aufsprengen, und übrigens bin ich immer noch so froh, auf einem echten 3DS wieder aufnehmen zu können. Oh, er ist so schön groß, der New 3DS XL. Ich liebe es. Verteilen wir an dieser Stelle noch die Bohnen, die wir haben. Weil wir haben einige beim letzten Mal aus dem Boden geholt. Die Bohnen aus dem Boden. Das klingt auch so richtig, das klingt auch so richtig schön. So. Ich würde sagen, du kriegst 9 und 10 und du kriegst 11. Na, 10 KP halt mehr pro Bruder. Das ist halt echt crazy. So, die teilen wir auch wieder fair auf. Du kriegst diesmal 7 und du 8, weil du einen Tick weniger hast. Na, um es so ein bisschen auszugleichen. So, und der ist auch 14 Angriff, Freunde. 14 Angriff pro Bruder mehr. Es ist halt unfassbar. Unfassbar. So. Hier noch ein bisschen Verteidigung für beide. Das ist auch okay. Luigi einfach mit 263 Verteidigung, zu crazy. So, 7 Geschwindigkeit für jeden Bruder mehr. Auch das einfach so strong. Und nochmal 5 Bart für jeden. Und Mario kriegt das auch jetzt halt mal 2 wegen seinem Ausrüstungsgegenstand. Also es ist... Ah! Ja, doch, es macht Spaß, Freunde. Es macht Spaß. So! Let's go. Wir sollten einsatzbereit sein. Hier, das Wunderserum. Das scheint das Serum nicht mal gejuckt zu haben. Oder ist es jetzt verschwunden oder wieder zu uns zurückgekommen? Nicht schlecht. Gehen wir. Okay. Okay, alles klar. Es ist einfach verschwunden und wir akzeptieren das jetzt. Einfach. I guess. Okay. Oh, und die Tür öffnet sich jetzt auch hier. Episch. Sehr, sehr episch. Oh boy. Es beginnt. Es beginnt das, die Paracooper-Truppe. Okay, hier sind irgendwelche Krankfried-Roboter. Hier eskaliert es auf jeden Fall, Freunde. Ja gut, ne? Das war jetzt kein sonderlich stabiler Erstangriff. Aber wir können mal schauen, was geht. So, das hier ist, um genau zu sein, ein Krankomat. In Ordnung. Oh, und stimmt, ich lade ja auch aktuell gar keine... warte mal, ich setze mal dich ein. Ich lade ja auch aktuell gar keine Brüderpunkte auf. Das ist auch unangenehm. Naja. Wir nutzen trotzdem unsere Brüderpunkte, solange wir sie haben. Und ich nehme einfach den grünen Panzer. Nur einfach, um zu gucken, was passiert. Ne? Wie viel der Meister aushält. Ne? Wie stark wir sind. Alles drum und dran. Ich glaube, gerade bei Brüderattacken werde ich, glaube ich, in Zukunft auch auf den 3DS gucken, weil ich da einfach das perfekte Bild habe, ohne Verzögerung. Es ist keine starke Verzögerung auf der Capture Card, aber eine minimale. Und das kann halt doch auf Dauer... Sehr schön. Das kann halt doch hier und da mal für Probleme sorgen. So, wie viele Leben hast du? Das war ein schönes Exzellent. Damit können wir auch hier das aufladen. Aha, und der Körper explodiert. Aber der Kopf bleibt zurück. Okay, und den kann ich jetzt wahrscheinlich nur noch mit Sprungattacken attackieren. Ja, da kommen auch schon die Tolltreffer durch. Die über 200 Bart von Mario machen sich dann hoffentlich doch bemerkbar. Und hier noch sogar ein erfolgreicher Hammerkonter. Ja, hallo.
Das ist ein schöner Auftakt hier ins Schloss. Das gefällt mir sehr gut, Guys. So wollen wir das Ganze doch sehen. Und ich habe aber auch gesehen, Guys, jetzt attackieren wir mal den Meister, dass es hier auch Attackenfragmente gibt. Also es gibt wohl immer noch mehr Brüderattacken. Ich denke mir irgendwann so, jetzt müssten wir doch bald alle haben, aber Mario und Luigi, Bowser's Inside Story sagt so, was? Genügend Brüderattacken? Ich glaube nicht. Nein, es geht einfach weiter. So, probieren wir mal den Fresskorb. Der macht auch immer wieder sehr viel Spaß und auch sehr viel Schaden, ne? So, an der Stelle jetzt mal aufgepasst. Ein Exzellent ist ja hier tatsächlich sehr, sehr, sehr chillig. Aha. Yes. Das ist viel. Johohoho. Sehr geil. Putz. 300 Tolltreffer und 200 normale Treffer. Klopferhandschuhe. Sehr schön. 800 Erfahrungspunkte. Für einen Fresskorb, Freunde. Wir haben einfach nur einen Fresskorb eingesetzt. Das zeigt, glaube ich, die Macht, die in dieser Attacke drin steckt. Very, very nice. So, es gibt viele unterschiedliche Wege. Ich würde sagen, wir starten einfach mal irgendwie. Oh, und auch in unerforschten Gebieten, Freunde. Oh, da geht's noch nicht lang. Auch in unerforschten Gebieten kriegen wir schon das Bohnensymbol, was ich sehr angenehm finde. So, ich mache hier auf jeden Fall den ersten Angriff. Das heißt, wir können jetzt eigentlich auch in alle Gebiete, in die wir gehen, alle neuen Orte, die wir jetzt noch auf der Karte entdecken, ne, können wir jetzt mit Hilfe von diesem Bohnen, Radar, sage ich mal, direkt überprüfen und gleich mal abchecken, was da möglich ist. So, ich balle jetzt noch mit den letzten Brüderpunkten, die ich habe, hier so ein Fassgeballer raus. Und auch wenn ich den Schaden jetzt eigentlich ganz schön finde, den wir jetzt als Ordenbelohnung haben, ne, dass wir quasi so ein bisschen Schaden rauszwiebeln können, ist es, glaube ich, schon sinnvoller, wenn wir dann hier wieder auf Brüderpunktaufladung gehen. Weil ich mir ja ganz bewusst gesagt habe, okay, ich will ja eigentlich mir die Brüderpunktaufladung holen, damit ich dann auch mehr in den normalen Kämpfen meine Bros-Attacken rausfeuern kann. Und das war ja schon die Idee irgendwo hinter dem Ganzen. So, das geht auch nicht mehr. Angriff hat ein paar Vierer, auch wenn es nicht viele sind. Und da ist er! Let's go! Der Vierer. Mega stark! Mega stark! Also Mario kriegt langsam die Power, die ich von dem Kollegen erwartet habe. Und da ist, glaube ich, auch schon die Abwehrbohne. Okay, so. Und hier kann ich jetzt, glaube ich, auch die Treppe hoch. So sieht's aus. Und theoretisch kann ich jetzt da rein. Die Frage ist, will ich hier rein? Okay, hier ist so ein Roboterkollege. Aber ich glaube, bevor ich jetzt hierher zurückgehe, gehe ich erstmal hier über die Mauer zurück, weil ich gesehen habe, dass hier, zack, 100 Münzen waren. Und da sag ich nicht nein zu, weil ich will ja natürlich auch alle Blöcke finden. So. Ich könnte hier auf die Mauer hoch. Ich probiere das jetzt auch mal. Aha, schaut mal, da unten ist auch eine Bohne, die ich ausbuddeln kann. So, zack. Da ist ein Block. Ich weiß es halt nicht, ob das mir was bringt, über die Mauer hierher zu kommen. Also, ob ich jetzt über die Mauer irgendwelche Gebiete erreiche, die ich sonst nicht erreichen würde. Da sind noch mehr Bohnen. Okay. Ja, check mir das einfach mal ab. Ne? Ist ja jetzt auch nicht so, als ob wir hier nicht wieder zurückkommen würden. Zwei Spezialbohnen. Sexy. So, und hier kann ich da unten lang? Nee, aber ich komme hier trotzdem gleich hoch. Okay, also dieses von der Mauer runterspringen hat mir, glaube ich, gar nichts gebracht. Nochmal zwei Bohnen für unseren Bart. Und da kann ich wahrscheinlich jetzt unten durch, ne? Yes. Alles klar. Verstanden, verstanden, verstanden. Ja, dann erkunden wir doch gleich mal hier drüben weiter. Also es ist jetzt ja... aber, nee, also ich bin noch ein bisschen verwirrt, ne? Hier sind überall noch diese hohen Blöcke. Ah, doch, die kann ich auch erreichen. Okay, aber vorhin waren da so hohe Blöcke, die ich nicht erreichen konnte. Das wirkte fast so, als ob wir da irgendwie die Hilfe von diesen Koopa, Para-Koopa Brothers gebrauchen könnten, die da auch vorbeigeflogen sind, ne? Wir haben die ja gesehen. Vielleicht lernen wir irgendwas, dass wir das jetzt regelmäßig machen können oder so. Ich weiß es nicht. Boah, wie viele Bohnen hier auch sind. Holy moly. Sexy. Oh! Und jetzt haben wir von irgendjemandem oder irgendwas auf die Fresse bekommen. Mhm, okay. Ja, ich hab halt keine Brüderpunkte mehr auf Mario, ne? Okay, dann würde ich sagen, zimmern wir mit ihm einfach mal eine Hammerattacke raus. Oh, sogar ein Autsch. Wow, die sind effektiv gegen Hammer, okay. Und dann teste ich jetzt mal hier diesen Damage. Wie viel Damage kommt da? 30? Und jetzt habe ich auch keinen Feuereffekt bekommen. Nee, also ist zwar irgendwie nett. Und irgendwie ist es auch ganz nice, das so zu nutzen. Aber ich glaube, im Alltag wird mir das nicht so viel helfen. Freunde,
beenden wir die Kollegen mit einem chilligen Fresskorb. Der macht Spaß, der verbreitet gute Laune, der gibt Luigi die nötigen Kalorien, die er benötigt, um hier optimale Leistung abzurufen. Und da wollen wir doch Luigi jetzt hier nicht um seine wohlverdiente Mahlzeit bringen. Das war nix. Johoho, ich liebe es auch immer, wie Luigi da so lacht. Das ist so geil. Bam! Boah, ey. Der Damage. Der Damage. Schön. Das gefällt mir. Oh, what? Okay. Ich cutte euch kurz die Kämpfe. So, ich glaube, ich habe jetzt noch 3 Montys besiegt. Also, hier sind einige von denen unterwegs. Also, irgendwie scheint hier eine ziemliche Monty-Plage zu sein. So, aber wir können uns hier auch überall durchbuddeln. Also, es sind so viele unterschiedliche Wege in diesem Schloss. Also, das sieht man auch auf der Karte. Es ist richtig, richtig crazy, wie viele Wege es hier gibt. Aber hier kann ich jetzt Luft aufladen. Ne? Und das lädt dann natürlich dazu ein, hier so ein bisschen abzuchecken, was ich damit so erreichen kann. Ich sehe jetzt nämlich auch, dass ich nämlich hier theoretisch nach unten fliegen kann. Ja. Und das nutze ich jetzt nämlich auch gleich mal, weil hier ist eine Bohne. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Aber da ist der Weg in diesen Turm. Und ich glaube, das müssen wir definitiv überprüfen. So, und hier, was sind denn das hier alles so für Verbindungstürme? Okay, wow. Das bringt mich zu den Angriffshandschuhen Plus und zum Wundersirup. Da sag ich doch prinzipiell nicht nein dazu. Sehr schön. Moment, dann laufen wir jetzt hier wieder nach unten. Ich muss jetzt mal diese ganzen Angriffshandschuhe und so mal überprüfen. Also wir kriegen in letzter Zeit so viele Ausrüstungsgegenstände. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Ach, lol, Luigi hat die sogar. Mario. Und er hat die Angriffsstiefel. Lohnen die Handschuhe bei ihm? Das ist die Frage. Bro, ich habe so viele Items, ne? Ja, alles senkt bei ihm, die Stats. Also all die neuen Sachen, die wir bekommen haben. Na hier, schaut mal, erhöhen die BP, aber er verliert für alles 30 Angriff. Ich glaube, real talk, Mario und Luigi haben in meinem Playthrough mittlerweile die Items, die sie bis zum Ende des Spiels behalten. Also, wenn jetzt nicht noch irgendein heftigerer Shit kommt, ne, der irgendwie den beiden noch mehr Angriff gibt oder noch irgendwas anderes, ne, wer weiß. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie die beiden mittlerweile ausgestattet sind und habe jetzt nicht das Bedürfnis, denen nochmal in irgendeiner Art und Weise neue Sachen zu geben. So, 3-mal Bartbohnen schon wieder, es ist der Wahnsinn. So, 2-mal Supersirup, schöner Stuff. Ich werde jetzt auch mal die Montys hier so ein bisschen in Ruhe lassen. So, ich muss jetzt auch nicht jeden besiegen, aber das Gebiet hier ist riesig und es strotzt nur so von Bohnen. Bohnen über Bohnen. So, da unten überall die Montys. Da oben ist ein Block, den darf ich nicht verchecken. So, da komme ich jetzt quasi hier hoch. Und da ist auch noch ein Block. Also ganz, ganz, ganz viel zum Einsammeln hier. Also man wird hier gut ausgestattet. So, ich muss jetzt aufpassen. Ich will eigentlich nicht noch permanent gegen die kämpfen. Wobei auf der anderen Seite, die sind halt echt leicht zu besiegen. Es sind 4 Stück hier. Die sind sehr leicht zu besiegen und ich kriege ordentlich XP dafür. Wir sehen uns gleich. So, und für 3 Montys gibt es halt einfach 1200 Erfahrungspunkte. Es ist widerlich. Es ist krass. Also, zwischendrin im Spiel dachte ich mir wirklich, wie zur Hölle sollen Mario und Luigi leveln. Ja, mittlerweile verstehe ich's. Die Gegner hinten raus im Spiel geben so viele Erfahrungspunkte. Beeindruckend. Wirklich, wirklich beeindruckend. Und das direkt das nächste Level ab für Mario. Unglaublich, unglaublich. Sehr schön. Die Stats, die man auch mittlerweile kriegt. So strong. So, letztes Mal habe ich Angriff erhöht. Dann machen wir jetzt mal, ja, die Verteidigung, Freunde. Da sehe ich ein paar 4er. Die nehme ich mir auch mit. Sehr schön. +4 Verteidigung und die ganzen Level-Upgrades. Wunderbar. Ich glaube, ich habe damit auch alles. Ah, nee, da unten ist noch einer. Aber komm, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wir müssen jetzt auch nicht jeden einzelnen Gegner immer hier komplett wegrasieren. Wir gucken einfach mal. Wichtig ist jetzt nur, dass ich hier im Schloss nicht die Übersicht verliere. Also hier sind wirklich, wirklich viele, viele Wege, ne, die man gehen kann und wo man hier weiterkommt. Und schaut mal, okay, ich komme hier nicht durch. Okay, dann geht es jetzt hier nach unten. Also das Schloss ist sehr, sehr, sehr ausführlich und teils sehr verwirrend aufgebaut. Und wir gucken einfach mal, was abgeht. 3 Superpilze. Boah, das ist... Kriegst du so guten Stuff? Und schaut mal, da ist ein Block für Bowser.
Okay, das wirkt jetzt fast so, als ob Bowser auch hierher kommen könnte. Oh, da ist nochmal so ein Kollege. Aber den kriegen wir weg. Oh, die sind sogar zu zweit. Aha, aha, aha. Okay, interessant. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mit einer Brustblume. Ich weiß nicht, ob Feuer was gegen solche Maschinen macht, ne? Ich meine, wahrscheinlich nicht. Also theoretisch sollte, glaube ich, Hitze einfach nur in den abprallen. Oder man schafft es halt irgendwie, das Eisen zum Schmelzen zu bringen. Nee, das waren jetzt knapp 100 Damage auf jedem. Aber ich glaube, das juckt die noch nicht so. Nee, nee, noch nicht. So. Das ist schön. Das macht nämlich sehr Spaß, die wegzuschallern. Das ist ein sehr, sehr chilliger Angriff. So, okay. Oh, wow. Der landet sehr schnell auf mir. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Komm, dann droppen wir die Teleportertür. Ich glaube, die habe ich im normalen Kampfgeschehen noch nie wirklich verwendet. Das Toll war auch wunderbar. Boah, der Damage ist aber halt auch kriminell, ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Oh nein! Jetzt habe ich den letzten Angriff wirklich verkackt. So, aber die beiden Yeetits weg. Da kriegen wir sogar für die Körper kriegen wir schon Geschenke. Ein One-Up-Pilz-DX? Den nehme ich gern. So, wir können unsere BP wieder auffüllen. So, dann habe ich jetzt eine Brüderattacke, womit ich den beiden jetzt ordentlich einheizen kann. Mit ein paar Dots Meteor treffe ich beide. Doch. Der müsste eigentlich, Nein! Die richtige Attacke sein. Ja, und dann mache ich das, ne? Und dann verkacke ich auch noch hier den Konter. Okay, aber der sitzt. Oh, jetzt spiele ich sogar schon wieder auf dem... Nein, nein, das lassen die auf mir sitzen. Es ist zwar, glaube ich, absolut oversized, jetzt hier mit ein paar Dots Meteor reinzugehen. Aber diese Schmach. Will ich eigentlich nicht auf mir sitzen lassen? Ja, jetzt bin ich hier, ne? Okay. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr, Freunde. Oh, man. Ja, es gibt auch diese peinlichen Kämpfe. Sie existieren. Ach, und jetzt lebt der untere auch noch. Ach Gott, das ist... Also in dem Kampf habe ich mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Was? Der kann sich sogar so einen neuen Kollegen... Okay, aber dann habe ich nochmal einen Anreiz, ein paar Dots mit dir zu feuern, Freunde. Ich nutze jede Chance, die ich kriegen kann. Okay. Ja. Okay. Ich bin wieder drin, Freunde. Ich bin wieder drin. Sein Angriff wurde sogar gesenkt. Und es gibt sogar noch einen Ultrapilz als Belohnung obendrauf. Das war es doch schon wieder mit seinem Körper. Sexy. So, und ich glaube, der hat ja auch schon Damage von mir bekommen. Also ich glaube, normaler Sprung dürfte jetzt hier wahrscheinlich reichen, um den Kollegen zu vernichten. So, aber weil er jetzt einen neuen Körper gerufen hat, könnte ich noch mal ein paar extra Erfahrungspunkte kriegen, ja? Schon wieder 1000 Stück. Gefällt mir. So. Was? Ah, hier muss ich auch mit Bowser hoch. Doch, also Bowser kommt auf jeden Fall hierher. Das ist sehr interessant. Ja, das kann safe auch nur Bowser kaputt machen. Ich bin begeistert, aber ich komme hier halt auch durch. So, aber jetzt gehe ich, glaube ich, erstmal... Na, ich gehe erstmal oben lang. Ich weiß, dass ich unten auch noch lang kann. Hier ist wieder so eine Wand für Bowser. Ah, aber ich sehe gerade, dass hier auch noch Bohnen sind. Gefällt mir. Mhm, so mehr ist hier gar nicht. Hier sind sogar nur Bohnen. Okay. Nur Bonus-Content an dieser Stelle. Schön, ne? Sehr, sehr, sehr schön. Ich mag das immer, wenn man so Bereiche findet, die nur Bonus sind, weil dann, wie gesagt, dann, man verpasst da nichts, es geht eh woanders weiter, aber du hast einfach so die Gewissheit, ja, ne? Du hast alles gefunden, was du hättest finden sollen. Da haben wir ordentlich Cash, wobei ich echt glaube, dass ich, warte mal, hat jetzt als, nee, er hat noch nicht als ausgelöst gegolten. Jetzt soll es passen. So, kann ich hier noch irgendwas tun? Nee. Okay, dann düsen wir wieder auf die andere Seite. Und wenn man als Spieler nicht weiß, dass man unter diesen Bowser-Hindernissen durch kann, ne? Bist du echt ein bisschen gebumst, weil es da gar nicht so... Weil du dann, glaube ich, echt Probleme hast, wo es jetzt für dich an der Stelle weitergehen soll. So, und... Ah, das ist jetzt der Hauptschlosshof. Okay.
Und im Hauptschlosshof sind einfach auch nochmal hier extra Bohnen für uns. Gefällt mir. Also, man wird hier stabil ausgestattet. So. Und da geht es hier zurück in den Haupteingang. Genau. Und da bin ich nämlich vorhin jetzt die komplette linke Richtung gegangen. Und dann kann ich jetzt eigentlich nochmal die komplette rechte Richtung gehen. Weil die komplett rechte Richtung, die ich vorhin gehen wollte... Warte mal, komme ich eigentlich von hier? Komme ich da hin? Ja, komme ich. Sehr schön. Haben wir den auch ausgelöst. Da bin ich nämlich vorhin und über die Mauer gegangen, ne? Aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Und dementsprechend hüpfen wir jetzt hier hoch, gehen über die Mauer und, genau. Müssen jetzt hier durch diesen Turm. Da war jetzt so ein Roboter drin, aber ich glaube, den skippe ich gekonnt. Ich denke nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise notwendig für mich ist. So, ah, da wäre sogar die Shell gewesen. Ah, die brauche ich sogar für das Attackenfragment. Okay. Ups. Ups. Jawollo! What? Okay, schon wieder 7 Stück. Hey, 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 hey! Du siehst gesund aus, das ist das Wichtigste. Und genießt du das Gewicht des Panzers? Ich würde euch ja in Ruhe lassen, aber ich muss mein Gesicht wahren. Der Block, den ihr zerstört habt, war ziemlich teuer, Mann. Diese 7 Teile hier gehören alle uns. Gebt sie her! Gebt sie her! Nein, so kleinlich sind wir nicht. Nee, so sind wir wirklich nicht. Hey! Hey! Aua, mein Bauch tut weh, Mann. Was ist los? Das sieht übel aus, Mann. Oh ja, das tut gemein weh. Jemand hat die 7 Attackenfragmente mitgenommen. Das macht mir Bauchschmerzen. Dein Bauch tut weh, weil jemand die Fragmente geklaut hat, Mann. Das hilft nur, uns die Teile wieder zurückzuholen. Haha. Meinem Kumpel geht's dreckig. Da müsst ihr was tun. Wie wär's mit ein paar Münzen für Medizin? Ihr wollt wieder spielen? Ha, das könnte euch so passen. Wie man es auch sieht, Geld braucht jeder. Mit Münzen kann man alles kaufen. Glück kann man kaufen und seinen Bauch heilen. Verstanden? Oder hat euch der Panzer aufs Gehirn gedrückt? 30 Münzen! Gebt sie uns! Das sollte drin sein. Seht mal, wie sie zittern. Was besprechen die? Wie, 30 Münzen sind gar nichts? Wie, warte mal, Moment. Hey, 30 Münzen scheinen denen nicht weh zu tun. Obwohl sie abgerissen aussehen, sind sie vielleicht reich. Vielleicht sollten wir sie lieber 300 blechen lassen. Quatsch, einer Münzen sind fast 60 Beutel Pilztee. So viel werden die doch nie zahlen, Mann. 300 Münzen. Ich sag mal nein. Sie können nicht zahlen, wir brauchen einen besseren Preis. Muss ich denen das zahlen? Okay, ich muss ihnen 300 zahlen. Okay, ich dachte, ich könnte den Preis vielleicht noch irgendwie ein bisschen drücken, aber... Ja, 300 sollten jetzt nicht schaden. Als wäre es nichts. Sie haben die 300 Münzen gezahlt. Das sind Stars, keine Frage. Geld, so viel Geld. Alles für uns? Ja, gönnt euch, Männer. Ihr seid echt klasse, Mann. Was ist das hier für ein Auftritt? Wir müssen uns revanchieren, sonst können wir uns nirgends mehr blicken lassen. Die Verstecke der übrigen 3 Attackenfragmente. Erklären wir es ihnen. Okay. Werden die mir jetzt einfach irgendwie eingetragen? Hier? Hä? Ich war doch da überall. Wie? Ihr wollt noch mehr Einzelheiten? Diese 3 Fragmente sind unsichtbar. Damit sie keiner klauen kann, in unsichtbaren Blöcken. Wir wissen selbst nicht mehr, wo sie sind. Vielleicht sind sie unsichtbar, weil man sie nicht sehen kann nach... Naja, egal. Okay. Das wusste ich nicht. Das erklärt einiges. Bis dann. Okay. Ja, unsichtbare Fragmente erklärt, warum ich sie nicht gefunden habe. So, Ultranus, sehr schön. Gut, und nachdem es jetzt hier nicht mehr weitergeht, Freunde, würde ich vorschlagen, gehen wir beim nächsten Mal auf die Suche nach den unsichtbaren Fragmenten. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Wo zur Hölle sind die unsichtbaren Blöcke? Finden wir vielleicht hier den ersten? Wir wissen es nicht. Ich hüpfe hier einfach mal ganz viel. Vielleicht haben wir ja Glück. Bisher nicht. Haha! Jawollo! Und die nächsten 2 finden wir auch noch. Bis dahin! Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.